Viola Amhardt, wann habt ihr persönlich das letzte Mal etwas verzollt? Schon ewig lang nicht mehr, sagt ihr. Es muss über 20 Jahre zurückziehen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also heisst das jetzt, dass ihr einfach das Gondo schön durchgefahren, ohne etwas anzugeben? Oder geht ihr effektiv nicht so viel auf die Oma? Ich habe praktisch keine Zeit, um auf die Oma zu gehen. Aber ich war schon lange nicht mehr. Und wenn ich mal frei mache oder ein paar Tage mich entspanne, dann gehe ich eher ins Tessin und fahre zu Italien einfach durch. Bleiben wir stehen, heute zwar nicht in Italien, sondern hier zu Gamsen bei der Eröffnung von der neuen Zollplattform. Ihr habt ganz eine spezielle Beziehung zu diesem Monument in Anführungszeichen. Ja, ich bin von Anfang schon dabei gewesen, wenn man von diesem Gebäude geredet und geplant hat, wenn man das Projekt in Angriff genommen hat. Dann bin ich noch in meiner Funktion als Stadtpräsidentin zu Brigg-Lys gewesen, habe diese Diskussionen schon mitgemacht, habe dann noch helfen, euch Terrainsuchen geeignet. Und nachher zu Bari im Parlament habe ich den Kredit für das Projekt mitgenehmigt. Das war natürlich schön. Und jetzt heute hier, das tolle Gebäude, kommt in zwei Jahren, das ist eine besondere Freude. Also ihr strahlt richtig, seid ihr euch stolz darauf, passt das Gebäude zum Charme von Brigg? Aus meiner Sicht ist das ein wunderschönes Gebäude. Es ist funktional, wie wir im Wettbewerb gesehen haben. Ich bin in der Jury vom damaligen Architekturwettbewerb und es ist auch sehr elegant, leicht, filigran. Für wenn man denkt, wie gross das ist und was alles drin ist, wirkt das überhaupt nicht mächtig oder schwer. Das ist eine Kunst, so etwas eigentlich, zu planen und euch umzusetzen. Das ist hier absolut gelungen. Und ich denke, das ist ein schöner städtebaulicher Akzent, der hier im Eingang von der Stadtgemeinde Brigg-Lys jetzt steht.